Na? Jawohl, haben wir. Davon hat er ja auch profitiert. Boah, das war... Okay, das war ganz gefährlich. Ich hätte ihn fast erwischt und das hätte geheißen, wir drehen uns. Aber Kollege, ich gehe jetzt sicher nicht an die Box, nicht in Runde 6. Das kannst du vergessen. Jetzt könnt ihr, oder soll ich sagen, in den Kommentaren stand öfters, warum drückst du okay neue N, also neue N, neues Ding ins Moment, ich muss fahren. Neue Idee der Box sozusagen, wenn du das gar nicht möchtest, weil irgendwas muss ich drücken, das ist halt das Problem. Oh, okay, harter Zweikampf und den werde ich jetzt weiterführen, da ist nichts mit Box, jetzt muss ich den Perez zuerst zurückbinden. Also zurückbinden ist gut, erstmal muss ich ihn überholen, bevor ich irgendwas zurückbinde, das ist natürlich auch wahr. Na, das musst du noch reichen für DRS. Nein! Jetzt bin ich trotziges Kind. Nein, ich fahre jetzt nicht an die Box. Nein, ich jage jetzt Onkel Perez. So, weil ich möchte tatsächlich hier nicht irgendwie Platz für Platz verlieren. Weil wir können an der Box sowieso... Oh, was macht er? Ach, der geht an die Box. Ich wollte gerade sagen, wir können an der Box sowieso nichts machen in Sachen... sagt's mir, in Sachen Motor. Da ist tatsächlich einfach ein Problem da, dass unser Motor nicht mithält. Runde 7 von 17. Es ist für meinen Geschmack zu früh, an die Box zu fahren. Wir werden sicher noch mal eine machen und dann gehen wir. Ich weiß nicht, warum er jetzt an die Box gefahren ist. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,6 Sekunden. Kann natürlich ganz einfach auch sein, dass er irgendein Problem hatte und deswegen an die Box gefahren ist. Das war vielleicht gar nicht geplant, weil bei 17 Runden würde ich jetzt nicht unbedingt eine 2-Boxen-Strategie machen. Aber ich weiß nicht, was die KI macht und die da vorne sind immer noch am Fighten. Am Fighten. Cool, wie man immer wieder sieht von hier hinten, wie sie einander angreifen. Davon können wir natürlich je nachdem auch profitieren, wenn wir das hier vernünftig machen, weil die verlieren Zeit, während sie kämpfen. Das ist natürlich auch klar, aber sie sind weit weg. Aha, hat der Weber wieder zurückgebunden? Ich mit meinem Zurückbinden. Das war kein Zurückbinden, hat ihn halt ganz einfach überholt. Herr Heisenberg, da wird nichts gebunden. So. Ich würde halt ganz gerne rankommen, das wäre mein Begehr. Lukas kommt in die Boxengasse. Okay. Das ist perfekt, dann gehen wir in der nächsten Runde. Ja, wir sind auf der 1, aber das kann man natürlich jetzt nicht ernst nehmen, weil wir haben noch einen Boxenstopp. Und der wird uns dann relativ zügig wieder zurückkatapultieren. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir möglichst viel Zeit hier rausholen. Wenn wir einen guten Boxenstopp haben, das wäre natürlich dann schon eine Möglichkeit, dass wir weiter vorne bleiben. Mach ich. Ganz klar, danke Jeff. Deswegen habe ich den Knopf gedrückt, damit wir das eben machen können. Ja, da komme ich ein bisschen raus. Spielt aber keine Rolle. Weit und breit keiner, aber eben. Ja. Wir sind natürlich jetzt nicht wirklich auf Platz 1, also klar, wir sind tatsächlich auf Platz 1, allerdings eben mit einem Boxenstopp weniger als die Leute hinter uns, zumindest der große Teil. Und von daher, ja, kann ich das so nicht wirklich feiern, sondern wir müssen gucken, schnell einen Boxenstopp machen und dann gleich wieder rausdüsen und dann gucken, wo wir sind und entsprechend fahren. Und wie gesagt, fürs nächste Rennen brauchen wir definitiv einen neuen Motor. Hilft nichts. So, gib ihm, weil jetzt bremst er gleich wieder auf diese 80 runter, genau. Wasser. Losfahren. Jetzt wären wir auf der 2, aber gleich kommt wieder einer. Das war die 3. Das war die 4. Damit haben wir unsere Strategie durch. Musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Ja, jetzt ist halt noch die Frage, was die hier vorne haben. Also waren die schon an der Box? Das weiß ich nicht. Das können wir aber rausfinden, sobald ich hier entsprechend drücken kann. Fahrer vor mir. Perez vor dir. Sie fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,15,9. Ah, wir haben mit unserem Motor keine Chance. Das ist das Problem. Jetzt holen sie uns tatsächlich alle. Den konnte ich nochmal abwehren, aber der wird uns früher oder später holen, weil der hat DRS, was wir nicht haben. Ja, ist natürlich blöd, Formel 1 fahren, wenn der Motor irgendwie seine Leistungsfähigkeit sozusagen aufgibt oder die stark zurückgeht.
Ja, das merkst du. Das ist dann halt wahrscheinlich, wie wenn du hier mit dem, keine Ahnung, VW gegen einen Ferrari fahren willst. Ein VW fährt auch, aber er fährt halt nicht ganz so wie ein Ferrari. Weil ich glaube, vom Fahren her geht's. Also ich habe eigentlich nicht viele Fehler drin. Wir haben ganz einfach nicht die Leistung, die wir brauchen, um hier irgendwie wirklich weiterzukommen. Weil der ist schon wieder hinten, jetzt hat er hier wieder DRS. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,6 Sekunden. Ja, das sehe ich. Das ist zu viel. Wir kommen nicht in den Genuss von DRS und ohne DRS ist es halt dann doch eher heavy, da ranzukommen. Im Gegensatz zu dem hinter uns, der Kollege Sainz, der hat nämlich DRS. Und deswegen versucht er jetzt auch hier wieder vorbeizugehen, was er tatsächlich auch schafft. Aber ich hoffe, er kommt nicht auf die Ideallinie. Ist wieder die gleiche Kurve. Ja, ich konnte ihn nochmal abwehren. Das war genau gleich wie beim letzten Mal. Aber das werde ich nicht nochmal 7 Runden hinkriegen wahrscheinlich. Jetzt kann er natürlich sagen, der bremst uns. Der Heisenberg zockt, der ist fürchterlich im Weg. Wir verlieren den Anschluss. Ja, aber klar, dass ich natürlich trotzdem kämpfe. Ich möchte jetzt hier Platz 4 nicht unbedingt abgeben, wenn es nicht sein muss. Völlig falsch angefahren, die Kurve, Glück gehabt. Kommen wir jetzt hier ihm wieder ein bisschen näher? Das werde ich gleich wissen, wenn DRS sozusagen klingelt. Das wäre noch schön, das würde ich glatt noch mitnehmen. Na, klingelt was? Nein, klingelt gar nichts. 1,2, aber wir kommen, glaube ich, tatsächlich ran ein bisschen. Okay. Ja, jetzt nochmal 200, dann kommen wir an ihn ran, weil eben dann ganz einfach, wenn ich es jetzt auch schon zum 10. Mal sage, weil wir dann DRS haben. Ohne DRS ist einfach extrem schwierig. Mit ein bisschen Glück ist er auch weiter hinten. Ne, 7,07, das heißt, er kriegt wieder DRS, aber er ist ein bisschen zurückgefallen, sieht man. Das heißt, wir können diese Kurve hier mal halbwegs in Ruhe mitnehmen, auch wenn sie nicht geklappt hat, leider. Ja, aber jetzt können wir uns wieder nach vorne orientieren. Also jetzt ist er schon wieder eher das Ziel. Los, gib für ihn! Los, ich brauche dir eine Sekunde. Mach hinne. Schönes Formel 1 Fahrzeug. Wir müssen hier rankommen. Das war hier alles mit Vollgas hier. Das funktioniert relativ schön. Hier muss ich dann tatsächlich doch noch bremsen. Hier gleich wieder Gas geben. Hier nochmal ein bisschen vom Gas runter und wieder beschleunigen. Na, DRS. Jawohl, sauber. Wir sind immer näher gekommen. Bestens. Nochmal DRS. Ja, hier konnte ich noch nicht. Da war ich zu wenig nah dran. Na, kriege ich nochmal. Jawohl. Jetzt hier, das wäre eine Stelle. Jawohl, hier kriege ich ihn. Boah, frech, frech. Aber der verteidigt sich natürlich auch. Und jetzt ist natürlich klar, jetzt hat er dann DRS. Das ist schon eine fiese Erfindung. Mit diesem DRS. Das muss ich schon sagen. Aber es ist cool. Das macht natürlich das Ganze sehr spannend, weil immer im Prinzip der, der hinten liegt, den Vorteil hat. Neben, das habe ich ja schon mal gesagt, da kann man natürlich wirklich auch ja, fiese Tricks anwenden, indem man sich einfach vor der DRS-Zone schnell zurückfahren lässt, dass der überholt, weil dann hat man den Schub wieder vom DRS, weil man hinten liegt. Das ist schon sehr cool. Also von der Idee her ist das sehr gut. Gefällt mir, muss ich sagen. Jetzt hätten wir hier ja noch den nächsten hier vorne. Guck mal, der ist auch nicht meilenweit entfernt. Vielleicht. Es ist natürlich die gleiche Übung. Sprich, wenn ich DRS bekomme, was haben wir noch? 5 Runden. Ja, knapp 2 Sekunden. Für dieses Rennen. Ha, und das mit defektem Motor. Das muss man auch mal sagen. Und KI auf 79. Das hätte ich mir vor irgendwie einer Saison noch nicht gedacht, dass wir da mithalten können. Man sieht aber, okay, der Abstand zum funktioniert. 2,0 Sekunden. Er hat den Abstand minimal vergrößert. Das ist natürlich schlecht, während hinten jetzt tatsächlich schon wieder Perez daher georgelt kommt. Das wäre auch nicht nötig, aber es ist nun mal wie es ist. Ah cool, ich meine es ist wenigstens... Ja, dann kann ich aber das Benzin nicht mehr erhöhen, schade. Ja, aber es ist wenigstens mal ein spannendes Rennen. Es ist nicht irgendwie alles entschieden nach 2 Runden.
sondern das ist tatsächlich immer noch ein Kampf hier. Und wir haben die schnellste Runde vorher gehabt. Das heißt, wir können eigentlich fahren. Also nicht ich kann fahren, sondern wir können fahren. Selbst mit diesem Motor funktioniert eigentlich. Also wenn wir jetzt hier irgendwie ein Problem haben, dann kann ich nicht den Motor in die Schuhe schieben. DRS? Nein, weit davon entfernt. Wie weit sind wir zurück? Jo, wir haben wieder aufgeholt. 14. Sehr gut, der war bei 2, jetzt ist er bei 1,6. Das heißt, wir kommen hier tatsächlich an ihn auch ran. Oh, das war ganz schlecht. Schade. Man sieht auch, sobald man hier einen Fehler macht, seht ihr den Pfeil unten, wie der gleich wieder dran ist und der müsste jetzt wieder in der DRS-Zone drin sein. Ja, die Rakete kommt. Oh, echt jetzt? Später bremsen. Ganz mutig einlenken. Und so konnte ich ihn nochmal abwehren. Ja, jetzt ist halt die Frage, primär sollen wir den Platz verteidigen? Oder gucken, dass wir noch eins weiter nach vorne kommen? Ich würde sagen, wir machen beides. Wenn das irgendwie geht, dass wir da eine Kombination aus beiden haben. Ja, aber ich kann nicht abschätzen, ob wir näher rankommen. Das geht tatsächlich im Moment nicht. Also rein optisch, rein visuell kann ich es nicht sagen. Das ist hier einfach auch eine sehr coole Stelle. Man fährt irgendwie, wieso irgendwie, oh Gott, wie schlecht. Man fährt fast irgendwie ein bisschen wie rückwärts. Gefühlt und fährt dann aber doch nicht rückwärts. Ah, jetzt habe ich tatsächlich... Okay, du ja, holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Nee, wir sind doch zurückgefahren, Jeff, weil ich habe einen Käse gemacht. Das war jetzt ganz schlecht gefahren. Das ist ganz klar, das kann man dann wirklich als Fahrfehler bezeichnen, nicht weil wir irgendwie rausgeflogen sind. Sondern ganz einfach, weil es uns die Zeit kostet, die wir brauchen. Die wir bräuchten, um nach vorne zu kommen und die wir eben auch bräuchten, um hier Kollege Perez abzudrängen. Oh, wir sind schon fast gleich auf. Ich konnte ihn nochmal kurz zurückbinden. Aber jetzt müsste dann das Rennen langsam fertig sein, sonst wird das hier schwierig. Aber das gibt wahrscheinlich dann... Wo sind wir jetzt? Auf Rang 3. Wahrscheinlich heißt das dann trotzdem wieder ist eine Enttäuschung. Wir sind auf Rang 3 und sind relativ deutlich hinter Leclerc. Aber Weber ist natürlich jetzt auf der 1. Ja, da kann ich nichts mehr machen. Von wegen fette Mischung einstellen. Wäre halt schön, wenn der Kollege hier vorne auch mal noch irgendwie vielleicht sowas ähnliches wie einen Fehler hätte. Dass wir nicht der Einzige sind, der hier Zeit verliert. Na? Näher oder weiter weg? Näher. 1,3. Okay, noch 3 Zehntel, dann hätten wir DRS und dann habe ich die Hoffnung, dass wir den in den letzten beiden Runden vielleicht doch noch abfahren können. Ja, das wird noch nicht reichen. Immer noch die 1,3, okay. Ah, oh, cool, aber das macht Spaß, weil es ja tatsächlich, jetzt ist es intensiv. Man muss tatsächlich überall gucken, es brennt überall. Es brennt einerseits vor uns, weil wir Leclerc holen wollen, andererseits sitzt uns Perez seit irgendwie 5-6 Runden dermaßen im Nacken und hat uns tatsächlich auch schon überholt gehabt. Ja, Körbs mitnehmen, das war wichtig. Jetzt aber die Kurve dann da vorne vernünftig erwischen. Ja, auch halbwegs erwischt. So, gleich wieder Gas geben. Ja, guck mal, wir sind nochmal näher rangekommen, würde ich behaupten. Zumindest wenn wir jetzt hier nicht irgendwie Käse machen, das war nicht ideal, aber okay. Na? Jawohl, da haben wir DRS. Ja, und das... Sie haben eine Art mechanisches Problem. Aha. Das dürfte jetzt nochmal eine relativ heavy letzte Runde geben. Guck mal, wo wir sind. Wir kleben ihn direkt hinten am Auspuff. Haben DRS. Na. Jawohl. Das wird funktionieren. So, Rang 2. Passt doch. Funktioniert. Und das eben auf der letzten Runde. Das heißt, das müssen wir jetzt nicht mehr Ewigkeiten verteidigen. Sondern jetzt müssen wir einfach noch ins Ziel kommen. Das werden wir hinkriegen. Ach, was für ein schönes Rennen. So gefällt es mir. Ganz klar. Wir haben nicht gewonnen, das ist egal. Vorne ist Weber, unser Teamkollege.
Das passt also auch und der ist meilenweit entfernt. Den sehe ich nicht mal mehr. Ich muss das jetzt einfach in Ruhe nach Hause bringen. Wenn man sieht, ich kriege da schon wieder ein bisschen Platz zwischen ihm und uns. So, dann haben wir tatsächlich beide auf dem Treppchen, auf Platz 1 und 2. Und für uns ist das eigentlich auch okay. Platz 2 würde ich sagen, er ist im Ziel. Und wir sind es gleich. Jawohl. Ja, mit Abstand. Sauber, sauberes Rennen. Danke. Gefällt mir. Sehr gut. Es war ein starkes Rennen und ein tolles Finish. Gut gemacht. Ja. Muss ich auch sagen, war eins der cooleren Rennen, definitiv, weil es halt spannend war. Das macht halt schon Spaß. Red Bull ist bereit und man wartet darauf, gemeinsam mit dem Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Vielleicht haben wir jetzt einen Sweet Point gefunden, von wegen, dass die KI so auf 79 relativ gut ist. Sie fährt uns nicht davon, aber sie holt uns auch nicht gerade bedingungslos ein. Deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage, aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko, und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Wenn man noch bedenkt, dass bei uns der Motor nicht mehr richtig läuft. Sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Cool gemacht. Haben wir uns verdient, würde ich sagen. Wir mögen uns ja auch. Wir sind ja alte Kollegen. Wo ist eigentlich Devin Butler? Gibt's den noch? den Start hat er ja vor uns gehabt, das ist ein Startplatz. Ein gutes Resultat für Lukas Weber, der auf der 10. Weiter ausbauen kann. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation. Es wurde schon mal geschrieben, ich soll vielleicht mal die Punkte sagen, weil die kämen davor hin. Das sehe ich jetzt auch gerade. Auch wenn er jetzt redet, erster Lukas Weber mit 190, zweiter wir, Heise Zockt mit 138, also ein bisschen dahinter, und als dritter Lewis Hamilton mit 106, dann 104, dann 100. 81, damit wir das auch mal noch erwähnt haben, weil das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass man das nicht sieht. Tut mir leid. Ach, Sie schon wieder. Fragen. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt. Was war Ihre Strategie? Machen wir so. Das war ein knappes Rennen mit Lucas. Als ehemalige Teamkollegen müssten Sie sich ganz gut kennen. Was war das für ein Geräusch? Egal. Werden es erhöht? Sie und Lukas schienen es heute oben auf dem Podest genossen zu haben. Ja, klar. Okay. Wir feiern. Das war dann alles. Freut mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, cool. Platz 2. Mal gucken, was da die anderen dazu sagen. Müsste aber schon so sein. Ja, man sieht es hier. Der Ruf geht wieder rauf. Auch bei den anderen Teams. Bei McLaren sind wir tatsächlich... Jetzt kommen wieder die Glocken und die Sachen. Ich habe bei OBS alles abgestellt von wegen Dingens. Also das heißt wahrscheinlich, dass es neue Abonnenten gab. Danke dafür, falls du gerade zuguckst. Herzlich willkommen hier bei uns. Aber ich muss noch mal gucken, wie ich das mit den Sounds hinkriege, dass die nicht dauernd reinscheppern hier. Egal, McLaren. Scheint tatsächlich an uns interessiert zu sein. Renault auch, aber bei Renault waren wir. Und ich möchte jetzt eigentlich das Team auch nicht wechseln. Bin soweit eigentlich zufrieden hier. Deswegen lassen wir es. Ja, Platz 2. Nach einem doch sehr interessanten, intensiven Rennen, muss ich sagen. Gerne mehr davon. Also das macht halt tatsächlich Spaß. Sich von der 5 auf die 2 vorzukämpfen, ist tatsächlich interessanter, wie als Einzelner vorne wegzufahren und dann halt zu gewinnen. Und wir sind ja so trotzdem relativ erfolgreich, weil ich denke mal, ein zweiter Platz ist auch für Red Bull okay. Zumal, wenn Weber Erster wird, also mein Doppelsieg für Red Bull, ja, da kann keiner was sagen. So, gut. Ich werde jetzt mal noch kurz ein paar Medikamente schlucken, weil ich merke, ich bin tatsächlich fit. Aber schön, wenn man tatsächlich unfit doch Platz 2 erreicht. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen. Und wo es nächstes Wochenende hingeht, also für euch morgen und für mich, das werden wir dann morgen sehen. Und das war auch ein sehr, sehr schlauer Satz. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Tschüss.